Also kommen liebe Freunde, mein Name ist Johnny. Ich starte einfach mal diesen Vlog vom Training aus. Und zwar werde ich heute mit Paul ein bisschen Beinchen trainieren. Wir werden jetzt mal gleich mit die Stange hochheben, oder? So, Paul und ich wärmen uns jetzt gerade auf. Wir haben jetzt nur hier ein bisschen Gewicht drauf. 60 Kilo, mehr nicht. Ja, jetzt machen wir nochmal 80. Dann 100, 120, 140. Ja. Und 180, was ist? Ja, ich auch, ja. Okay, machst du das? Ich mache heute irgendwie 280 Spot. 280? Ja. Ja, Mann, geil. Geil. Mal gucken, ich mache jetzt noch ein paar Reps damit. Ich weiß nicht, ob ich den 160er Schritt machen sollen. Ist, glaube ich, egal bei dir. Du bist keine Kamikaze, Johnny, das ist wurscht. Let's go. Alter, der Rücken. Easy, Alter. It's going, bro. Yeah, buddy. 200 Kilo, komm. Yo, let's do this. Got picture, homie, rolling. Let me offer my condolences. You don't know just how I'm doing. The silence golden broke, cause they know I'm for talking fluent. Got him under the influence. The truest is talking to him. Da wäre noch einer gegangen. Sogar, ja. Crazy. Oder warte, ich mache einen Reduktionssatz mit 140, so 10 Reps oder 20. 20 Reps. Alright. I got that rep on par with the best who did it. Let's get it how I'm living. Shout out to the ones who with them. Think that I wanted a ransom. Williams gold dog when I'm in the building. And it's kind of ironic. Who would have thought that I'd be the hottest? Everything close to being no bitch, but you know Snow was a fucking product. Tell me who won it. Not what you wanted. Bound to be iconic. Baby, you got it. Let me get that love and that's 100. Taking a proof on it. But I'm in the spot and I catch the feeling. Raising the roof on it. You know that we going to about the head. Jetzt machen wir Beinstrecker oder Beinbeuger? Beinstrecker. Okay, oh. Leg stages, yeah. Yeah, buddy. Every bone. Hast du wenigstens gefilmt, die 140? Ja. Yeah. Echt? Cool. Also diese Force Reps, ich könnte die länger halten auf jeden Fall. Und die gehen auch richtig geil in den Muskel rein. Und ich liebe es, weil da trainierst du deinen Core. So richtig krass. Ja. Wer ist denn das? Bruder, ich schwöre, jede zweite ist hier eine absolute 9 von 10, würde ich sagen. Ja. Das ist crazy. Da kann man sich überall hineinversetzen. Okay, Paul und ich haben jetzt Beine trainiert, seht ihr ja auf seinem Kanal dann. Ich bin schon gut am Arsch. Am Sack. Am Sack, ja. Aber wir sehen uns dann wieder in der Villa. Ich glaube, wir gehen heute zum Beach, oder? Ja, am Abend. Am Abend zum Beach. Also seid gespannt. Bleibt einfach dran. Ich bums eure Mom. Bis gleich. Oh yeah. Yeah. Look at the biceps. Let's go to the pool, you know? Yeah, we go to the pool right now. Drink a protein shake. Protein shake, ja? Ja, mal schauen, was es zum Essen gibt. Ja, es gibt die Bowls. Und noch ein paar extra Sachen dir gekauft, glaube ich. Ich glaube, ich gönne mir jetzt auf jeden Fall ein Eis. Eis, ja? Eis. Ich nicht. Sie nehmen mir nie Eis, die haben 140 Kalorien oder so. Haben wir nur eins? Ja. Okay. Dann stoßen wir an. Okay. Dann stoßen wir mit Eis an. So, Mittagessen. Gönn dir, Paul. Mahlzeit. Ich mal kurz deinen Arm. Hier nochmal zum Vergleich. Die habt ihr, ja. Support-Arm für die Leute. Okay, wir haben jetzt gegessen. Ich muss ein bisschen meine Rockerletten holen. Bin jetzt doch relativ voll nach einer Bowl. So, ich mach's in Zukunft immer so. Eine Bowl und dann pupsen. Dann sind die Gains gesaved. Boom, Leute, ein kleiner Magerquark mit den guten Nährwerten. Ein paar Heidelbeeren, ein paar Himbeeren. Gönn ich mir jetzt auf jeden Fall. Und dann gehen wir zum Beach. Was für ein Beach, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber mal gucken. Let's go. Tim Rocker. Können wir einen Frisbee kaufen? Ich will einen Ball. Hallo. Ich will eine Wasserpistole. Wir haben es umgezogen. Und jetzt sind wir auf dem Weg ins Restaurant. Wir haben alle Hunger. Ich habe keine Unterhose an, also wenn irgendwas... Warte, habe ich einen Reißverschluss? Ja, ich habe einen Reißverschluss, der ist jetzt zu gut. Da wird jetzt nichts mehr rausfallen, passt. Ja, doch, eigentlich alles, aber...
enjoy the bread. Okay, so meine Freunde, ich habe eine kleine Challenge gemacht mit dem Kellner. Wenn ich das Essen schaffe, ich habe einen Chicken Caesar Salad bestellt, ein Filet, eine Paella und Kartoffeln dazu auch noch. Er hat gesagt, wenn ich das Essen nicht schaffe, wenn ich es schaffe, dann bekomme ich es gratis. Und wenn nicht, muss man halt zahlen. Easy going, bro. Starter, Chicken Caesar Salad. Yeah, buddy. Und im Hintergrund, Waves. Yeah, buddy. Man genießt es im Moment irgendwie gar nicht. Das fällt mir gerade auf. Dass man direkt am Meer sitzt und was essen kann, ja. Easy, krass. Also ich bin mal gespannt, wie der Rest verläuft. Das war jetzt ganz schön easy. Bin mir noch gar nicht voll. Hose schon aufgeknöpft, ja. Und dann geht's ab. Nach dem Salat kommen jetzt schon die Adern aus den Beinen. Markus, das ist voll der Leitling-Show, ne? Schön. Ja. Kann sich sehen lassen, Leute. Kann da bestimmt irgendwie Mini-Steak, Leute. Oder? Eigentlich sollte ein Steak so groß sein wie der Hans, aber ja. Stabil. Ich wäre sich gern bei Worker mit Fisch. Nein, ich beschwere mich bei Mr. Wettenmacher. Ah, ich habe doch eine Wette gemacht. Ja. Okay. Ich habe jetzt schon mal eine nächste Bowl. Das ist ja eine Babyportion. Also, ich glaube, die Spanier haben alle keinen großen Magen, oder? Yeah, buddy. Ain't nothing but a peanut. Johnny. Mit diesem Aufessen. Danach gibt es noch 10 Joker-Riegel. Okay, ich bin jetzt mit dem Essen fertig. Alle Mann sind super satt, glaube ich. Aber ich glaube, ich kann mir noch nachher ein bisschen Joker-Bar, die haben ja ein Bar oder ein Quark, mal gucken. Aber so satt bin ich ehrlich gesagt noch nicht. Das war auch ehrlich gesagt nicht so viel Essen. Keine Ahnung, Mann. Back im Hotel. Sind alle gut angekommen. Auf jeden Fall. Ich habe wahrscheinlich jetzt irgendwas zum Essen. Riegel. Morgen müssen gute Lasten bewegt werden. Direkt um 9 Uhr in der Früh und da will ich viel Energie davor getankt haben. So, wir haben ein Merch bekommen. Leute. Boom. Goat Tanktop und Shirts sind am Start. Und noch ein ganz, ganz spezielles Tanktop. Das seht ihr im nächsten Video von mir. Oder habt ihr eigentlich schon gesehen? Und zwar von unserem lieben Paul. Ein eigenes Tanktop. Hardcore Bodybuilding Natural Tanktop. Yo, ich zähle ganz kurz meine Macros, aber ich glaube, ich könnte mir noch einen Riegel gönnen. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann sind nur noch Omegas am Start und Chillax und dann gehe ich gleich pennen. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall Vitamin D3 plus K2 und zwar once a day mäßig gönnt. Und hier ist Chillax. Trinke ich jetzt auch dann gleich. Aber ich muss noch eine Kleinigkeit essen, weil ich muss morgen richtig viel Gewicht bewegen. Ich wollte mich an dieser Stelle verabschieden, mich bedanken fürs Zuschauen. Abonniert diesen Kanal, liked das Video, kommentiert für Verbesserungsvorschläge oder sonstiges. Oder wenn euch irgendwas wünscht, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir irgendwie etwas schreiben würdet. Auf jeden Fall, ich mache alles kaputt. Abonniert auf Instagram und auf YouTube und haut rein. Gute Nacht.